herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Hier ist Kai und heute habe ich euch was sehr, sehr Leckeres mitgebracht. Und zwar gibt es heute etwas Veganes, es gibt was Kalorienarmes und Glutenfreies, also absolut im Trend liegendes, denn es gibt Zucchini-Nudeln mit Gemüsesoße. Das erste, was ich dazu gemacht habe, ist, ich habe etwa 500 Gramm Zucchini in Streifen geschnitten, und zwar mit einem Sparschäler, dass die etwa aussehen wie, ja, wie Bandnudeln. Und die müssen wir jetzt in der Pfanne 10 Minuten mit etwas Öl und etwas Salz bei mittlerer Hitze anbraten. So, das muss jetzt etwa 10 Minuten hier in der Pfanne anbraten, und während das anbrät auf mittlerer Hitze, kümmern wir uns im Thermomix schon um unsere Soße. So, für unsere Soße, die wir natürlich im Thermomix machen, brauchen wir eine Zwiebel, die habe ich jetzt schon geviertelt, und eine Knoblauchzehe. Das Ganze mixen wir 3 Sekunden auf Stufe 5. Dann werden die Zwiebeln und der Knoblauch mit Olivenöl angeschwitzt. Vorher müssen wir natürlich das Ganze, wo ist der Spatel? Hier, der liegt nicht da, wo er hingehört. Etwas runterschieben, ganz klar. 30 Gramm Olivenöl dazu. Und das Ganze auf der Varoma-Stufe 2,5 Minuten bei Stufe 1 erhitzen. So, mal zwischendurch kümmern wir uns ein bisschen hier um die Zucchini-Nudeln kümmern. So, es ist gleich soweit. Unsere Zwiebeln und unser Knoblauch ist angeschwitzt. Wir geben unsere Möhren dazu, 200 Gramm, und mixen die etwa, ja, 7 Sekunden auf Stufe 7. Das reicht, damit die gewünschte Größe erreichen. Das Ganze schön klein gehäckselt ist. Und das Ganze wird dann 5 Minuten bei 100 Grad im Linkslauf gegart. Stufe 1 natürlich reicht. Unsere Zucchini-Nudeln werden langsam. Ich habe das jetzt extra ein bisschen runter gemacht, dass das einigermaßen zeitgleich fertig wird. So, unser Karotten-Zwiebel-Knoblauch-Mix ist entsprechend angedünstet. Sieht auch gut aus. Als nächstes brauchen wir 200 Gramm Wasser für unsere Gemüsesoße, 2 Esslöffel Zitronensaft, frisch gepressten natürlich. Dann nehme ich einen Esslöffel von unserem Suppengrundstock, den haben wir selbst gemacht. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann schaut in unserem Wunderkessel-Kanal, da gibt es das Rezept auf jeden Fall zum Nachmachen. Das ist eine super Alternative zur Gemüsebrühe. Und dann nehmen wir noch 80 Gramm Macadamia-Creme. Die bekommt ihr ja in der Regel in einem Bioladen. Und es gibt dem Ganzen eine ja, etwas süßlichere Note und harmoniert wirklich perfekt mit den Karotten. Also unsere Soße ist im letzten Arbeitsschritt. 2 Minuten Linkslauf, Stufe 1, 100 Grad. So, damit ist unsere Soße auch gleich fertig, während, wunderbar, die Zucchini-Bandnudeln hier vor sich hingeschmurgelt haben. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ihr könnt die Soße natürlich noch ein bisschen abschmecken mit Salz und Pfeffer. Ich schaue mal, aber jetzt unser Suppengrundstock, der ist so würzig. Oh, das ist aber lecker. Also ist wirklich gut. Also gerade mit dieser Macadamia-Creme, das kommt richtig lecker raus. Ich richte das jetzt auf dem Teller an und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Ihr seht, 10 Minuten etwa hat es jetzt gedauert, hier das Ganze zu machen. Ich muss dazu sagen, das, was ich jetzt hier gemacht habe, ist eine Portion für 2 Personen. Könnt ihr natürlich dann entsprechend mehr auch machen. Low Carb, Kalorien reduziert, vegan,
was will man mehr? Ja, und das ist in der kurzen Zeit und vor allen Dingen, es schmeckt auch richtig gut. Also, ich richte es jetzt gleich an, dann esse ich und ihr schreibt mir, ob ihr es auch gegessen habt und wie es euch geschmeckt hat, in die Kommentare. Vergesst nicht zu liken und wenn ihr es nicht getan habt, abonniert unsere Wunderkesselküche hier direkt bei YouTube. Ich freue mich, von euch zu lesen. Bis zum nächsten Mal, sage ich. Ciao, ciao. So, aber ich habe gesagt, ich muss noch probieren und ich bin sehr gespannt, weil die Soße an sich ist ziemlich cool. Mit den Zucchini zusammen, das ist echt der Hammer. Also wir haben jetzt sehr, sehr gute Zucchini, die sind, haben ein richtig schönes, nussiges Aroma mit der Macadamia und der Karotte. Das ist echt cool. Ich will euch jetzt gar nichts voressen. Ich muss das jetzt zu Ende essen, aber vorher machen wir die Kamera aus. Ich lasse es mir schmecken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.